Schönen guten Tag, meine lieben Leute. Lange, lange ist es her, dass ich ein Infovideo hochgeladen habe, wo man mich mal wieder selber sieht. Vor allem meine Matte hier, die ich mir wachsen lassen muss, weil ich das so mit meiner Verlobten abgesprochen habe. Ja, sie ist, inzwischen sind wir verlobt. Naja, das ist aber nicht das, was ich euch erzählen wollte. Erzählen wollte ich euch Folgendes. Die letzten Videos sind über einen Monat her. Das tut mir auch sehr leid. Verstehen Sie? Aber das Problem ist nun mal Folgendes. Ich muss zurzeit sehr viel arbeiten und habe kaum Freizeit. Und wenn ich Freizeit habe, ihr kennt das, dann müsst ihr die nicht unbedingt damit verbringen, Projekte hochzuladen. Und ja, ich wollte euch von meinem kleinen Plan erzählen. Und zwar werde ich meinen Rechner wieder aufrüsten, denn der AMD Quad-Core 3,4 GHz reicht mir nicht mehr. Und deswegen werde ich zum Ende des Jahres Folgendes kriegen. Ein Intel Core i5-2500K Prozessor. Das ist ein sehr schöner Prozessor und den kann man sehr schön übertakten, was ich auch machen werde. Dazu 8 GB Arbeitsspeicher und ja, meine Grafikkarte, immer noch eine Radeon 6870, reicht noch. Ja, ich rüste also auf. Meine Freundin bekommt meine alten Computerteile und hat dann auch endlich mal selber einen Rechner, was ziemlich witzig ist, denn dann werden wir auch zusammen zocken. Und wenn der Rechner schön aufgerüstet ist, wird es weitergehen mit Resident Evil Code Veronica X. Da habe ich vor einer Ewigkeit pausiert, um dazwischen noch ein paar andere Projekte zu machen. Danach wird es endlich weitergehen, nach dieser langen, langen, langen Pause. Denn mit diesem Prozessor lassen sich die Videos sehr schnell rendern und ich habe ein Programm, PowerDirector heißt das, das unterstützt auch, dass die Grafikkarte beim Rendern mithilft, was das Ganze nochmal beschleunigt. Und, na, aber das Problem ist, ich habe wenig Zeit, also was ist die sinnvolle, was ist das Sinnvollste, was man machen kann? Mehr Power in seinen Rechner stecken, damit das Rendern schneller geht, weil hochladen, das kann ich über Nacht machen, das interessiert mich nicht, aber das Rendern, das macht der Computer leider nicht von selber. Ja, und deswegen kommt mir bald in mein neues Gehäuse, was ich geschenkt gekriegt habe, ein Antec 300-2 mit Lüftersteuerung und allem drum und dran. Vernünftige Hardware rein, damit ihr auch mal wieder was zu gucken habt. Zukünftige Projekte, soll ich euch sagen, ich habe keine Ahnung. Also, ich möchte mal wieder was Oldschool-mäßiges spielen, am besten was Horrormäßiges. Was Horrormäßiges seht ihr gerne, was Horrormäßiges spiele ich gerne. Und wenn ich was gerne spiele, dann seht ihr es gerne. Verstehen Sie? ihr könnt mir natürlich in dieses Video oder auch als Privatnachricht Vorschläge schicken, wenn ihr ältere Spiele habt, Horrorspiele, am besten Ego-Perspektive, und kommt mir jetzt nicht mit Slender oder Amnesia The Dark Descent. Nein, diese beiden Spiele werde ich nicht spielen, denn ich finde sie schlichtweg langweilig und es ist keine Lüge. Ich habe mir Let's Plays angeguckt, wo die Let's Player mit ihren Zähnen am Klappern da am Slender spielen waren und dann, oh mein Gott, da steht ein Mann mit einer Krawatte, oh, jetzt kriege ich Angst. Nein, so bin ich nicht. Vor sowas habe ich keine Angst und das würde euch langweilen, sage ich euch. Und deswegen möchte ich ein Spiel haben, was eine, am besten, also mich gruselt sowieso nichts, aber ich möchte ein Spiel haben mit einer richtig schönen, düsteren Atmosphäre. Das Gameplay sollte auch stimmen, also man sollte nicht der Übermächtige sein, sondern man sollte ein bisschen, ja, versuchen müssen, am Leben zu bleiben. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wo soll ich wissen, was du schon alles gespielt hast, also die Let's Play-Projekte, die ich schon gemacht habe in Sachen Horrorspielen, könnt ihr ja in meinen Playlists nachlesen. Da braucht ihr mir nichts von empfehlen. Das Spiel kann auch etwas neuer sein, also bis, ja, es kann auch ganz neu sein, ne? Weil, wenn ich einen neuen Rechner habe, kann ich auch die neuen Spiele zocken. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, gerade wegen dem kleinen Arbeitsspeicher und so, und dann mit dem Rendern, das dauert alles verdammt lange. Ja, was lässt sich noch sagen? Ja, ich spiele, wenn ich ab und zu mal Zeit habe, momentan mal wieder ein Massive Multiplayer und zwar Rubbles, da rubbelt in der Kiste. Finden viele doof. Ich fand das auf dem offiziellen Server auch doof, weil mir das Ganze viel zu lange gedauert hat. Ich zock's daher auf einem Privatserver und der Privatserver heißt Team Hyperion. Und wenn ihr nach Rubbles Privatservern sucht, dann ist der ganz oben in der Liste auf den Top 100 Privatservern Seite, Dingsbums. Da zocke ich auf dem Server mit den hohen Raten und spiele dort einen komischen dunklen Bogenschützen. Und ich heiße natürlich... Nee, heiße ich gar nicht. Mein erster Charakter hieß Tempin.
Mein zweiter Charakter heißt Pink, also alles zusammengeschrieben, Pink, P, Lips. So, den Teil könnt ihr euch dazu jetzt mal denken. Wenn ihr Langeweile habt und mich mal irgendwo im Spiel treffen solltet, also dort könnt ihr es tun, ihr könnt mich ja in die Freundesliste adden und dann kann ich sagen, hey, kannst du mich leveln, hey, kannst du mir Gegenstände geben, hey, verpiss dich und so weiter. Ja, das wären eigentlich alle Neuigkeiten von mir. Weihnachts- oder Silvester-Special wird es dieses Jahr aus Zeitgründen nicht geben, weil ich am Silvester eine Nachtschicht habe. Sehr geil. Und am Weihnachtsabend möchte ich ganz in Ruhe mit meinem Schatz verbringen und so. Und deswegen. Und da die Weihnachts- und Silvester-Specials nicht so wahnsinnig gut ankamen, habe ich mir das Ganze jetzt mal gespart. Ja. Klartext. Anfang nächsten Jahres gibt es neuen Resident Evil-Stoff. Und danach hoffentlich ein Spiel, was ihr mir empfohlen habt, falls ich nicht selber schon eins gefunden habe, was ich sehr gut finde. Wenn ich verschiedene Empfehlungen von euch habe, dann werde ich ein Infovideo machen, wo ich diese Spiele vorstelle, wo es dann so eine Art Voting geben wird, damit ich auch wirklich das spiele, was ihr sehen wollt. Ja, ja, das da oben ist eine Skyrim-Karte. Ich zocke auch Skyrim, aber das interessiert jetzt keinen. Gut, ich danke euch fürs Einschalten und fürs Angucken. Und fürs Bewerten und Kommentieren, also egal ob schlecht oder so, ist egal. Und hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt und dabei bleibt. Und es tut mir sehr leid, dass so wenig jetzt in letzter Zeit kam. Aber so ist das nun mal, wenn man arbeiten geht und ein Privatleben hat. Und da muss man seine YouTube-Karriere da irgendwie zwischenquetschen. Und es ist nicht mal einfach. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, habt ihr sicher. So, das wäre alles von mir. Falls ihr noch Fragen habt oder so, egal welcher Art, außer warum ich vielleicht diesen komischen Nicknamen im Spiel Rapids gewählt habe, dann schreibt mir eine Privatnachricht oder schreibt es in die Comments, schreibt es auf meinen Kanal. Ich lese mindestens einmal pro Tag alles durch. Ja, so viel Zeit habe ich nämlich. Gut, danke fürs Einschalten. Ich bewege mich mal ganz herzlich auf die Kamera zu und sage Tschüss.